Denn ich werde im Museum mit Lubino vielleicht reden, was er mit der Nico geredet hat. Hi André. Hallo George. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet. Ah, Sowas Georgie Boy. so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, Tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott, fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Okay. Was können wir nun mit der Information anfangen? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wir schauen nochmal in die Kirche rein. Vielleicht hat der Ritter ja das gleiche Wappen. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate, schätze ich. Okay, das haben wir schon gesehen. Sonst schaue ich einmal bei der Nicole vorbei und Am Ende des Stabes ist sollte eine da Art Scheibe mit nichts. einem Kreuz Ja. darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Ein Ja. steinerner Ritter liegt am Ende der Ob die im Vergleich zu dem im Vergleich zu dem Irgendwie sieht es moderner. Ja, ich werde auf jeden Ich habe Fall keine Z zu Nico jetzt mal gehen, weil ich glaube, da werde ich jetzt dabei nichts mehr finden. Und werde dann überlegen, was ich noch machen könnte. Beziehungsweise okay. Mal überlegen, ob ich was vergessen habe. So, Nico, 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 Rüscheri, Schari, Schare, Scharu. Ich weiß es Hallo nicht. George. Ah, okay. Ist da etwas zwischen dir und Lobino? Was geht dich das an? Wir haben uns darauf geeinigt, dass all dies hier, der Clown, die Templer, reine Geschäftssache ist. Ja, aber Lass mich in Ruhe. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Mark Kay verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal. Außerdem hätte Mark Kay. Er war. Okay, die sagt doch nichts Neues. Ich mache mich besser wieder auf diese. Jo. Und da sehen wir wieder die Landkarte von Paris und wissen nicht, was wir tun sollen. Ich weiß es leider noch immer nicht. Ich habe gesagt, ich schaue jetzt nochmal trotzdem da vorbei und sprich einmal Verzeihung. mit Oui, ihr dann noch ein bisschen alles nochmal durch. Aber die anderen Sachen wären unlogisch. Monsieur. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee.
Was ist so aufregend an John Dees Dreibein? Dee war der berühmteste Kontortionist des 16. Jahrhunderts, der Houdini seiner Zeit. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontortionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen, kein Dreibein. Egal, was immer er war, auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gemacht. Okay, das haben wir schon alles gehabt. Was hat ab? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Lassen Sie die Finger davon. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Ja, was machen wir nur? No, Monsieur, no, no. Okay, okay. Packen wir dran, bis kaputt geht. Macht er das Ding sicher zu und ich kann mich da reinschleichen, oder? Ah ja, yes. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Aha. Das sind die zwei Arschgeigen. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. George, du Idiot. George, du bist ein Vollidiot. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Und glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst, du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Georgie. Wie lange kennst du Lobineau jetzt schon? André? Wir haben uns im College kennengelernt. Er half mir, als ich Erstsemester war. Hat mir einiges gezeigt. Das hast du mir nie erzählt. Ich dachte, er sei einfach ein Arbeitskollege. Ist er auch. Ich sehe ihn nur noch selten. Er hat sich nicht sehr verändert. Vielleicht hat er etwas weniger Haare über der Stirn. Ich hatte vergessen, wie viel Spaß man mit ihm haben kann. Was machen wir jetzt? Tun wir das aufsetzen? Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Dann schauen wir uns den Shitterer mal an. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein.
Muss wieder alles anschauen. Einfach durch. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Aber wohin jetzt? Oh ja. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Hey, du da mit den Bällen. Ui? Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Es wäre ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. Schauen Sie mal, eine rote Nase. Wie Sie sagen würden, wuppdidu. Fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen was ein? Sie sind Raucher? Nein, eigentlich nicht. In diesem Falle fällt mir nichts dazu ein. Was halten Sie hiervon? Das ist ein medizinisches Instrument, ne sais pas? Er ist intelligent. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Ich habe ein mittelalterliches Dreibein. Und mein Onkel Claude hat Hämorrhoiden. Ja und? Gönnen Sie Ihren Augen mal was richtig Gutes. Incroyable. Ist der echt? Ich glaube ja. Manche Menschen glauben, dass auf allen großen Edelsteinen Flüche liegen. Ach, das ist Blödsinn. Obwohl, je mehr ich darüber nachdenke, die letzten zwei Leute, die diesen Stein vor mir besaßen, sind beide unter mysteriösen Umständen verschwunden. Und der Kerl, der ihn abholen sollte, wurde angeschossen und dann in seinem Krankenhausbett ermordet. Wollen Sie ihn? Nein, vielen Dank, aber nein. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann's ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Spuren Sie jetzt aus? Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Hey, hey Sie, was? Ja. Bleiben Sie da bloß. Ja, ja. Tackchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Dein Leben. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine, im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. Non, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Sagt Ihnen diese Schminke irgendwas? Könnte von mir sein oder von einem anderen Jongleur. Oder einem Clown? Mais naturellement, einem Clown. Wohl kaum der große Durchbruch. Ich glaube, da kriegen wir nichts mehr raus. Au revoir, Monsieur. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln? Sie haben doch bestimmt den Park. Klar. Ich. Wofür? Okay, klar, aber ich. Eine ganz exzellente. Das haben wir letztens was schon gehabt. Sie über die. Led und. Aber. Auch. Was wissen Sie über... Schauen Sie sich doch mal... Ein Drach. Sie meinen Sie... Nein, Monsieur. Wir sehen... Oh, hat euch was eingefallen?